Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch. Wir haben wieder Mittwoch. Mittwoch wird die Woche geteilt. Wir sind immer noch am Leben. Ein schöner Tag. Jeder Tag, an dem wir leben, ist ja ein schöner Tag. Israel, Iran, wie geht es weiter? Die Iraner drohen, wenn du, dann ich, zehnfach. Doppelt, viel stärker überhaupt. Aus Israel kommen Meldungen, dass sie entschlossen sind, zurückzuschlagen und dass Minister gefordert haben, dass gegen sogenannte sensible Einrichtungen zurückgeschlagen wird. Damit meinen sie natürlich die Nukleareinrichtung. Es heißt jetzt, Entschuldigung, es heißt aus Kreisen der israelischen Regierung, dass Netanyahu das abgelehnt hat. Er hat das abgelehnt und sucht nach anderen Zielen, weil er versucht, auf der einen Seite massive Stärke Israels zu zeigen, auf der anderen Seite aber nicht maximal eskalieren will, sodass eben das Fass, das da seit Jahrzehnten brodelt, nicht wirklich überkocht. Es kommen weiterhin Hinweise aus der Regierung, die sagen, je länger es dauert, dass wir Israel zurückschlagen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir das tun. Das ist eine ganz interessante Aussage, hat vielleicht auch damit zu tun, dass gerade unsere geliebte, von allen geliebte und verehrte Annalena Baerbock wieder im Rampenlicht steht. Nicht, weil, wenn sie sich ordentlich angezogen hat, sie eine adrette junge Dame ist, sondern weil sie wieder einmal alleine reitet. Frau Baerbock reitet nach Israel auf ihrem, wie nennt sie das? Emanzipierte Außenpolitik. Sie reitet also auf ihrem Schimmel nach Israel, um dort die israelische Regierung zu überzeugen, nicht zurückzuschlagen. Sie redet davon, dass sie vom Völkerrecht kommt. Dabei wissen wir alle, sie kommt vom Trampolinturnen, war ja zweimal Dritte der deutschen Meisterschaften und war damit natürlich, Trampolin ist ein hoch angesehener Sport in der Bundesrepublik Deutschland, ist daher eine Leistungssportlerin gewesen. Wenn sie das, was sie dort gezeigt hat, jetzt auch in der Politik umsetzen könnte, dann wäre sie everybody's darling. Das macht sie aber nicht. Was sie macht, ist, sie hat Ideen und die drällert sie immer in der Gegend rum, hat aber mit ihren Partnern nichts zu tun. Weil was haben denn die großen NATO-Partner gemacht? Die USA hat mit einem Flugzeugträger Israel geholfen. Die Briten und die Franzosen waren dort am Start und haben geholfen, die Angriffswelle des Irans abzuwehren. Die Deutschen, die sind Weltmeister in Betroffenheit. Wir sind betroffen. Nicht wirklich, wir sind nämlich nicht betroffen, sondern die Israelis sind betroffen. Aber wir fühlen uns betroffen, beschwichtigen nun. Da sind wir auch die Weltmeister im Beschwichtigen. Und die Problematik ist, dass sich der Westen damit natürlich nicht nur unglaubwürdig macht, sondern sich lächerlich macht. Weil wo war denn die Frau Baerbock in der Ukraine und hat Herrn Zelensky beschwichtigt, jetzt nicht russischen Boden anzugreifen? Wo ist denn die Panzerfabrik von Rheinmetall, die jetzt in Israel gebaut werden soll? Oder bin ich jetzt rechts abgedriftet, für den Mainstream kaum zu glauben? Aber was ist denn nun die Wahrheit? Wann sind wir betroffen und beschwichtigen? Wann zeigen wir Härte und setzen einen obendrauf?
Wäre es nicht jetzt angebracht, zu rufen, Israel muss in die NATO? Warum sind das unterschiedliche Sachen? Auch im Fußball spielt Israel in den europäischen Vereinigungen, weil natürlich die anderen sie gar nicht haben wollen. Warum also nicht Israel in die NATO, wenn die Ukraine rein muss? Wobei jetzt ja der slowakische Ministerpräsident gesagt hat, dass er ein Veto einlegen würde. Und ich hoffe, das tun mehrere, wenn wirklich dieser Quark auf den Tisch kommt, dass die Ukraine in die NATO soll. Das wäre wirklich Benzin ins Feuer gekippt. Wenn wir ein bisschen umhergucken, dann sehen wir, dass ich gucke ja solche Sendungen nicht, ich lese es dann nur in den Zeitungen. So ein Quark wie Lanz oder Maischberger oder wie sie alle heißen. Da bin ich früher schon eingeschlafen oder fand es eklig, was die da erzählt haben. Fand die Gäste furchtbar schlecht ausgewählt und alles Mögliche. Da soll also gestern ein Mann von der SPD, seine Namen sind austauschbar, die sind nicht wichtig, ein Mann von der SPD am Start gewesen sein und hat versucht, sich zu verteidigen, warum wir denn so freundlich sind mit dem Iran, warum wir denn versuchen, trotz aller Schwierigkeiten, gerade mit dem Iran, Business zu machen. Und auch mit dem Atomabkommen sind ja deutsche Politiker ganz vorne am Start gewesen. Er hat jetzt zugegeben in dem Gespräch, dass es nur einen Präsidenten gab, der gegen das Atomabkommen war, und das war Donald Trump. Die Geschichte gibt diesem von allen, und das ist natürlich der Grund, von allem verteufelten, lächerlich gemachten, versucht durch den Dreck zu ziehenden Donald Trump immer wieder recht. Immer wieder recht, dass viele Dinge, sehr viele Dinge, die er angestoßen hat, entweder jetzt weitergeführt werden von Mr. Muppet oder sich als richtig herausgestellt haben. Sei es die Grenze der USA, sei es die NATO-Politik der USA, sei es die China-Politik der USA, sei es die Iran-Politik der USA, sei es die Friedenspolitik der USA im Nahen Osten. Normalerweise gebührt diesem Mann ein Entschuldigungsschreiben von Millionen von Menschen. Diesem Mann gebührt ein Triumphzug ins Weiße Haus. Wenn du dann noch hörst, wenn du dann noch hörst, dass Robert Kennedy, der Präsidentschaftsbewerber, dass er und das glauben wir natürlich, dass er angesprochen worden ist vom Team Trump, ob er Interesse hätte, Vizepräsident unter Trump zu werden, dann weißt du, dass es diesem Mann wirklich nicht um Parteien, hast du dich Masturbation gesagt, das sagt man nicht, um Parteienpolitik geht, sondern um die Sache. Diese beiden Menschen, obwohl sie aus ganz anderen politischen Lagern irgendwann mal kommen, wobei das ist auch nicht wirklich wahr, denn Trump war ja mal Demokrat, haben sie ihn ja alle geliebt. Diese beiden vereinigt viel mehr, als dass sie trennt. Das bedeutet, das wäre wahrscheinlich eine Koalition, die viel mehr Leute noch wählen würden, als das jetzt wahrscheinlich im November passieren wird. Weißt du, was den Deutschen wichtig ist? Außer der Betroffenheit.
Den Deutschen ist immer wichtig, dass sie in ihrer Komfortzone verbleiben. Das genauso wie du sagst. Hämmern der Olli am Ende seiner Videos labert er immer so einen Dreck über Workshops, da schalte ich schon mal weg. Was hat er gesagt? Vom 3. bis zum 5. Mai ist Workshop und da will er mir zeigen, wie ich meine Altersarmut, na, ich bin nicht arm, ich krieg doch Rente. Oh, das sind 1100 Euro, fuck. Was hat er gesagt? Inflation. Ah, ist 2%. Einkaufszettel geguckt, warum reicht eigentlich meine Kohle nicht? Also der Olli will dir da was erklären in dem Workshop und du findest den Workshop-Link, wenn ich das richtig gemacht habe, unter diesem Video. Ja, siehst du, ich sag's nicht am Ende, dann haben viel mehr Leute Chancen, da drauf zu drücken und dabei zu sein. Den Deutschen ist wichtig, dass die Komfortzone erhalten bleibt. Warum sage ich das? Ich sage das, weil es einen wunderbaren Artikel gibt heute. Interessanterweise im Panorama-Teil der Welt. Ich weiß, ich zitiere in letzter Zeit häufig die Welt. Ich weiß auch nicht warum. Die bringen mich immer zum Lachen. Da ist auch ein Video dabei. Da steht drauf: Bayern gegen Kiffer. Ja. Ich kann mich nur erinnern. Und ich bin nicht wieder Herr Obama und sage, also, ja, Marihuana, ich kenne die Mari und die Johanna, aber ich habe nicht inhaliert. Das hat er nämlich gesagt, was natürlich Banane ist. Also, ich habe in meinem Leben schon inhaliert und kann mich nur erinnern, dass ich danach eine ganze Prinzenrolle von der Beukeler gegessen habe. Und war sehr lustig im Chemieunterricht. Ja. So, aber das mal beiseite. Da steht doch tatsächlich, Kiffen ist in Deutschland unter Bedingungen mittlerweile legal. Das heißt also jetzt, wenn die das schreiben, dass das Wort Kiffen jetzt plötzlich ganz normal ist. Das ist nicht abfällig, sondern ist eine Bezeichnung des Genusses von Marihuana. Okay. Ist also Kiffen. Okay. Aber eine Mehrheit der Bundesbürger empfindet den Geruch der Droge als unangenehm. Echt? Ich finde so viele andere Gerüche so viel unangenehmer, dass du es gar nicht glauben kannst. Da gibt es tatsächlich doch mehr als die Hälfte der Bundesbürger, die das unangenehm findet, anstatt sich erstmal über andere Gerüche ja, auszulassen. Und die nennen das einen markanten, krautigen Dunst. Wenn du mir gesagt hättest, womit assoziierst du einen markanten, krautigen Dunst, wäre ich eher auf Sauerkraut als auf Cannabis gekommen. Also gut. 30% finden es sehr unangenehm, 18% eher unangenehm, 14% mögen das Cannabis-Aroma, 8% antworten mit eher angenehm, 6% mit sehr angenehm. Das sind nicht 14, 8 und 6%, sondern die 8 und 6% rekrutieren sich aus den 14%. Und dann wird gefragt, wie das denn sein soll, zum Beispiel in den Biergärten. Wir erinnern uns, Biergärten sind ja draußen. Da sagen doch wirklich 48%, ich habe immer gedacht, in Deutschland gäbe es eine überwältigende, solide Pro-Cannabis-Mehrheit und das wäre der Grund gewesen, warum dieses Gesetz geändert worden ist. Das ist gar nicht wahr. Also, Achtung, schreib mir doch mal rein, wie du das siehst. Alle Kiffer nach vorne und alle Nasenerprobten Menschen auch nach vorne. So ganz einfach, weil es darf ja jeder selbst entscheiden, was er macht. Ich habe zumindest noch nie jemanden gesehen, der dann
aggressiv geworden ist danach. Das ist bei Alkohol ja anders. Wir sollten auch Alkohol verbieten und der Alkoholgeruch ist doch viel ekelhafter, oder? Nein? Meine Meinung. Also, 48% sagen, es solle in der Gastronomie gar nicht erlaubt sein. Weitere 14% vertreten die Meinung, Cannabis solle nur in bestimmten Lokalen erlaubt sein. Einverstanden mit Cannabiskonsum in der Außengastronomie, also Biergärten, nämlich draußen, sind 17%. Ebenfalls 17% sagen, Wirten sollen das Rauchen einfach überall dort erlauben, wo ihre Gäste auch bisher schon Zigaretten rauchen dürfen, weil die Wahrheit ist, Zigarettenrauch ist ja unangenehmer als Cannabisrauch. Es sei denn, du bist Raucher, dann magst du es vielleicht anders empfinden, weil du deine Sucht da stillst. Ja. Angeblich ist die Umfrage repräsentativ. Es wurden 2027 Menschen befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und wie gesagt sind repräsentativ für die Bevölkerung über 18 Jahre. Ja, wir wissen, dass das fast immer gelogen ist. Aber das interessiert mich mal. Schreib mir das mal rein. Und wir warten weiter darauf hin, was geschieht in dieser Sache Israel gegen Iran. Vielleicht erklären die Israelis ja der Frau Baerbock, was sie vielleicht gerade als deutsche Außenministerin besser machen könne in der Unterstützung des Landes Israel. Denn wir erlauben uns ja sogar zu sagen, wenn du gegen Israel bist, wenn du Israel das Existenzrecht absprichst, Klammer auf, alle Iraner, die ihre Meinung öffentlich auf der Straße sagen können in Teheran, dann darfst du auf keinen Fall in Deutschland aufgenommen werden und einen Pass irgendwann erhalten. Solche Sachen, die kommen ja aus unserer Politik, die werden ja dort immer wieder gesagt. Die CDU hat es auch jetzt in ihrem Programm, dass eben bestimmte Sachen nicht zu Deutschland gehören und bla bla. Es wäre doch mal nachdenkenswert, dann zu überlegen, was man dagegen tun könne. Ich meine, vielleicht mal die Leute in der Region verstehen und dass für die unser deutsches Betroffenes, du warte mal, ist schon okay, dass das für die Schwäche bedeutet. Auf Englisch sagt man, Kindness is weakness. So sehen die das. Wenn du freundlich bist, bist du schwach. Wenn du mir das nicht glaubst, dann probiere es mal mit einem arabischen Kollegen aus. Da wirst du sehen, was der mit dir macht. Dann kannst du beschwichtigend und betroffen sagen, das ist ja ein Bulli. Ja. Also die reagieren nur auf eins. Die harte Stahlfaust im Neck, im Genick. Das ist das Einzige. Ansonsten wird in dem Sprachraum, und ich bewege mich ja hier mit sehr vielen Freunden dieser Welt. Auf beiden Seiten. Hier gibt es Israelis, Palästinenser, alle möglichen und unmöglichen. Die sprechen sehr laut und versuchen, jeden einzuschüchtern, wenn es um irgendwelche Dinge geht. Die einzige Möglichkeit ist, wie sagte meine Oma früher immer, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das ist das Einzige, was die dazu bringt, in irgendwelchen Dingen mal ein bisschen langsamer zu machen.
Ich sage nicht, du musst Gewalt anwenden oder sonst irgendwas, aber du musst sagen, das tut weh, wenn du diese Linie überschreitest und ihm auch wehtun, wenn er diese Linie überschreitet. Dann hat er das, was wir immer von vornherein schon geben, nämlich Respekt. Die Wahrheit ist nämlich, wenn du überlegst, dass du Respekt oft falsch verstehst. Wir sind oft zu freundlich und geben Respekt, bevor jemand uns gezeigt hat, dass er Respekt würdigt. Ich würde eher sagen, die bessere Variante ist, erstmal niemandem wehtun zu wollen, aber ihn erst dann zu respektieren, wenn er dir zeigt, dass er deines Respekts würdig ist. Aber das kann ja jeder anders sehen. Du kannst mir ja gerne reinschreiben, ob ich da vollkommen falsch liege. Wie gesagt, Erfahrung von vielen Jahren in verschiedenen Ländern. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Denk daran, der Link zu dem Workshop ist hier unter dem Video. Du kannst dich da eintragen und wir freuen uns auf dich. 3., 4., 5. Mai, wie immer 18 Uhr deutscher Zeit, wie immer 2 bis 3 Stunden am Sonntag länger. Ja, es ist Freitag, Samstag, Sonntag, weil wir dort alle Fragen beantworten, weil uns das wichtig ist. Ja, der Workshop ist wieder ein bisschen anders als die anderen davor und es gibt Menschen, die wahrscheinlich, wenn ich 100 Workshops mache, alle 100 besuchen werden und vielleicht beim 100. dann sagen, der war doch fast genauso wie der 27. Aber alle anderen waren anders. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag und ja, auf der einen Seite pass auf, aber lass dich nicht zu einem angstgesteuerten Menschen machen. Wir suchen keine Probleme, wir suchen Lösungen. Lösungen für unser Inflations- und Altersarmutsproblem. Lösungen für was passiert denn, wenn die Welt jetzt dieses oder jenes macht? Wir versuchen aktiv hier uns damit auseinanderzusetzen. Nicht einfach die Glocke drüber ziehen und sagen, weck mich, wenn es fertig ist. In dem Sinne, einen schönen Tag. Und wenn du noch nicht Abonnent bist, bitte abonniere den Kanal. Die 100.000 würden doch viel besser aussehen. Wir sind irgendwo bei 99.000 und 60 oder so. Let's go. Bis morgen. Morgen 7:45 Uhr sind wir wieder am Start. Und bis dann, der Olli. Tschüss.